ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer? Jetzt nicht mehr. Janiks Zimmer ist das schönste Zimmer in der ganzen WG und er hat es bisher noch nicht geschafft, seine Möbel reinzustellen. Ein Sitzsack zählt nicht. Offensichtlich weiß er das Zimmer nicht zu schätzen. Deshalb wird jetzt getauscht. Hier wird überhaupt nichts getauscht. Erstens gibt es keine Regel, bis wann Umzugskartons ausgepackt sein müssen. Und zweitens ist dein Zimmer eh viel schöner. Aber deins ist viel größer. Ja, vielleicht hat deins bessere Technik. Und deins ist bunter und viel näher an der Küche. Und das ist besser, weil? Na ja, überleg mal, wie viel Zeit du sparst. Pro Weg mindestens 3 Sekunden, das läppert sich. Es ist ja nicht so, dass ich mein Zimmer nicht mag. Aber manchmal gucke ich schon gerne nach Wohnungen auf Kleinanzeigen. Einfach, um keine Schätze zu verpassen. Da gibt es einfach so viel Schönes. Oh, die hier zum Beispiel. Oder die hier. Ich brauche einfach mal wieder eine Wechseltapete. Also jetzt raus hier. Wenn mein Zimmer so toll ist, dann ist es ja bestimmt kein Problem für dich auszuziehen. Na, da würde ich mich schäbig fühlen, meine Bruchbude gegen deine Oase der Gemütlichkeit zu tauschen. Lass mal ein Like da, wenn ihr auch gerne bei uns wohnen würdet. Egal, ich frage Tommy, welches Zimmer er schöner findet. Dann wirst du es ja sehen. Eure Zimmer sind beide grausam. Habt ihr schon mal was von Feng Shui gehört? Ja, daran habe ich mich mal überfressen. Ey, bei dem ganzen Staub, der da rumfliegt, da fließt garantiert kein Ski. Höchstens Hatschi. Und dein Zimmer ist perfekt, oder was? Und wenn ich trotzdem für eins von unseren entscheiden müsste, ist Hannas, oder? Vom Regen in die Traufe, Salzburg oder Gomorra. Ich meine, werft halt eine Münze. Tommy ist keine Hilfe. Aber das mit der Münze war nicht schlecht. Wir brauchen eine neutrale Instanz. Die Entscheidung, wer das schönste Zimmer hat, muss von jemandem getroffen werden, der uns überhaupt nicht kennt. Ich hab's! Wir sollen unsere Zimmer bei Kleinanzeigen einstellen? Ja, zur Untermiete. Aber wir wollen unsere Zimmer doch gar nicht vermieten. Naja, wir machen sie auch zeitlich begrenzt. Also nur für ein Wochenende. Und die Anzeige stellen wir nur 10 Minuten online. Das Zimmer mit den meisten Aufrufen ist das schönere und damit meins. In 10 Minuten klickt da doch kaum einer drauf. Doch, ich schaue mir auch regelmäßig die neuesten Inserate an. Das macht Spaß, guck mal. Da gibt's ja richtig viel. Boah, für den Preis ist das ja mega. 2 Balkons? Man sagt, wir können gehen. Abgemacht? Ah, wird schon schief gehen. Abgemacht. Yes, okay. Schritt 1, Fotos machen. Na, was machst du da? Tommy, geh mal lieber wieder. Nicht, dass du eine Staublunge bekommst. Ja, was ich gesagt habe, das war übertrieben. Tut mir leid. Zufrieden? Meinetwegen. Aber guck mal. Auf den Bildern siehst du ja auch, dass mein Zimmer gar nicht so furchtbar ist. Ich habe ein paar Fotos gemacht, nur für mich, damit ich mich ein bisschen wohler hier fühle. Mhm. Ja, der richtige Winkel kann einiges retten. Sehr gut gemacht, sehr gutes Auge. Jetzt noch 1-2 Filter drüber und dann würde ich glatt einziehen. Also, wenn ich dann nicht schon mein Zimmer hätte. Was besser ist. Sehr viel besser. Moment mal, er hat recht. Durch die schönen Bilder werden sich ja mehr Leute das Zimmer angucken. Das bedeutet, du schummelst! Was? Du hast hier absichtlich alles dreckig gemacht, damit keiner auf die Fotos für deine Anzeige klickt. Verdammt, das wäre ja genial gewesen. Aber sieht doch tipptopp aus hier. Vergiss es. Wir tauschen. Du machst die Anzeige für mein Zimmer, ich mach die Anzeige für dein Zimmer. Dann kann keiner schummeln und wir bekommen realistisches Feedback. Okay. Hinsetzen! Du hast mir was verschwiegen. Oh, Janik. Moment, was habe ich dir verschwiegen? Na los, gib's zu. Aber was denn? Die Sache mit der Sojamilch. Ach so, ja. Tut mir leid. Okay, mehr wollte ich gar nicht. Boah, da habe ich auch noch mal Glück gehabt. Ich dachte schon, Tommy hat rausgefunden, dass Janik und ich unsere Zimmer auf Kleinanzeigen stellen wollen. Ihr macht was? Was? Sorry, bin im Tunnel. Das heißt, ihr wollt ausziehen, Kinder geben und einen Antrag machen und. Oh, ich wusste es. Ist Janik überhaupt bereit dazu, Mutter zu werden? Hä? Habt ihr da mal an mich gedacht? Oh, es geht bestimmt um die Sojamilch, oder? Es tut mir leid, ich werde keine Milchpegellinien mehr an den Karton malen. Trinkt so viel Milch, wie ihr wollt. Labt euch an meiner Milch. Darf ich kurz was sagen? Nein, wir werden nicht heiraten, wir werden nicht ausziehen und wir werden auch keine Kinder machen. Wir stellen nur kurz unsere Zimmer auf Kleinanzeigen online, um rauszufinden, wer das schönere Zimmer hat. Und dann wohnt ihr Fremde, oder was? Keine Sorge. Ist nur für ein Wochenende und Janik wird sich eh nicht trauen, weil er Schiss hat, dass wir Zimmer tauschen. Anzeige ist online. Wollen wir doch mal sehen, wie die Leute sich über dein exquisites Zimmerchen hermachen. Moment mal, das müssen wir doch gleichzeitig machen. Ich mach schnell Fotos. Also, ihr würdet mir aber schon sagen, wenn ihr auszieht, oder? Wer ist wir? Du und Hannah. Warum sollten wir ausziehen? Och, Janik, ich bin doch nicht blind. Blind? Ja, blind und blöd, das ist so eine Mischung, habe ich mir ausgedacht. Ich zieh aus. So, Anzeige ist online gestellt.
In 10 Minuten nehmen wir sie wieder offline. Wenn hier von euch nur einer auszieht, dann krieg ich einen Rappel. Ein was? Ein schwarzes Pferd. Deal. Ach, ihr wollt mich wohl nicht verstehen, oder? Ha, egal. Scheint ja eh niemand auf eure Zimmer anzuspringen. Ha! Tja, Hannah. Sieht so aus, als ob mein Zimmer hässlich ist. Punkt für mich. Haha, freu dich nicht zu früh. Punkt für mich! Und die Leute sind auch noch mega nett. Hier zum Beispiel. Das Zimmer sieht super aus. Man sieht, dass es liebevoll bewohnt wurde. Das Angebot entspricht genau meinen Vorstellungen. Wann kann ich das Zimmer besichtigen? Zehn Minuten sind um. Anzeige pausiert. Dürfte ich einmal um eure Aufmerksamkeit bitten? Oh, guck mal, mitten im Grün, mega idyllisch, lichtdurchflutete Riesenzimmer, Häschen im Garten. Oder hier, da, dezentral, im grauen Plattenbaublock, kleine Zimmer, einsturzgefährdet. Aber man darf seine Haustiere mitbringen, weil die Besitzer Hilfe bei der Bekämpfung der Rattenplage brauchen. Und weil ein paar Fenster fehlen, kommt durch die brennende Mülltonne vor der Tür manchmal so ein bisschen Kaminfeeling auf. Da ist echt für alle was dabei. Das ist aber nicht auf Kleinanzeigen. Dürfte ich eure Aufmerksamkeit verlangen? Ja, ich weiß, aber die Bilder sahen irgendwie spannend aus und Tommy wird ja auch bald eine neue Bleibe brauchen. Leute! Was ist denn das für ein Ton? Ja, also jetzt wirklich, Tommy. Ach, ich will einfach nur wissen, wer von euch gewonnen hat. Also bei mir haben sich 22 Leute die Anzeige angeguckt. Ja, mehr als bei mir. Dafür habe ich 7 Anfragen. Und du? 5. Okay, und wer von euch hat jetzt das hässlichere Zimmer? Na, ich? Was bringt denn dieses Spiel, wenn ihr gar nicht wisst, wer gewonnen hat? Ja, war ja nix Idee. Lüg doch nicht, Mann. Okay, was macht ihr mit der Anzeige? Ja, die nehmen wir wieder raus. Oh, was macht ihr mit den Leuten, die euch geschrieben haben? Die finden schon was anderes. Weißt du eigentlich, wie unkompliziert es ist, bei Kleinanzeigen eine Wohnung zu finden? Hast du mal gesehen, wie riesig die Auswahl ist? Ja, hab ich. Zum Beispiel hier, mit Steg am Kanal. Oder hier, eine Maisonette. Das ist so special, ich weiß nicht mal, was das ist. Und das ist französisch und heißt nettes Haus. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr schon so für Schätze bei Kleinanzeigen gefunden habt. Aber ihr müsst trotzdem auf die Nachrichten antworten. Das sind echte Menschen mit echten Gefühlen und Hoffnungen. Ich meine, das seid ihr entschuldigt. Warum muss Tommy immer recht haben? Na gut, nicht immer, aber heute mal ausnahmsweise. Auch wenn es ein bisschen wehtut, die Hoffnungen der Leute zu enttäuschen, müssen wir uns zumindest zurückmelden und ehrlich sein. Sorry, Bruder. Such dir lieber mal was anderes. Hier sind Termiten in den Wänden. Yannick! Nicht lügen. Na, wisst ihr, dass wir keine Termine in den Wänden haben? Ich glaube, das hätten wir mitbekommen, oder? Oh, wir kriegen ja manchmal nicht mal mit, wenn es klingelt. Yannick, du musst doch einfach nur die Wahrheit sagen. Nämlich, dass das Zimmer nur für ein Wochenende zur Verfügung steht und dass es dir leid tut für die vergeudete Zeit, weil die Leute gedacht haben, dass sie jetzt für immer hier wohnen können. 2 Leute haben mir schon geschrieben, dass sie eh schon was anderes auf Kleinanzeigen gefunden haben. Ui, das ging ja schnell. Ja, dann melde ich mich mal bei denen. Gebt ihr mir kurz 2 Minuten? So, alle zufriedengestellt. Das sieht aber nicht so aus. Ja, nimm dir mal ein Beispiel an mir. Oh, nein, sie hat sich schon so gefreut und jetzt weiß ich nicht, was ich hier antworten soll. Ich hätte da ja einen Vorschlag, aber den findet ihr dann wieder blöd. Blöd. Nee, sag doch. Also, nochmal zu der Sache mit den Terminen. Nein. Ja, und was denn dann? Ich sag euch was. Wenn ihr jetzt noch eine einzige Person habt, die bei euch einziehen will, dann lasst sie bei euch einziehen und fragt dann am Ende, wer das schönere Zimmer hat. Nicht meckern, selber schuld. Oh, jetzt habe ich aber wieder 2 Leute. Und die haben beide so nette Nachrichten geschrieben. Ich kann mir nicht entscheiden, wem ich das Zimmer geben soll. Kann ja nicht so schwer sein. Oh, ist echt süß. Oh, die auch. Du hast recht, unmöglich. Aber nicht mein Problem. Ui, da kommt mir eine Idee. Ich habe ein anderes Zimmer für das Wochenende zur Verfügung. Bilder folgen sofort. Anderes Zimmer? Was für ein anderes Zimmer? Tommy, danke, dass du so großzügig warst, kurzzeitig dein Zimmer unterzuvermieten. Auch wenn der Gast lieber mein Zimmer gehabt hätte. Ist halt das Schönere. Ihr nervt. Ach komm schon. Pyjama-Party! Ich gebe euch gleich eine Pyjama-Party. Uah! Klo! Was ist passiert? Was hast du gemacht? Ich war das nicht! Und wo ist das Klo jetzt?